Aktuell werden gefühlt monatlich neue Drucker vorgestellt, die immer höhere Auflösungen haben, immer günstiger werden und vom Formfaktor her auch immer größer werden. Das heißt, man hat immer ein größeres Druckvolumina. Und wer versucht, da auf dem aktuellen Stand zu bleiben, der verzweifelt recht schnell. Beziehungsweise, wenn man auf den perfekten Drucker wartet, wartet man wahrscheinlich ewig. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Frozen Sonic Mini 8KS mal zu kaufen und den mal zu testen. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Mekorama.de. Wir werden uns heute mal anschauen, was ich an dem Drucker mag und was ich an dem Drucker nicht mag. Da gibt es nämlich einige Punkte, die ich gerne klären würde, die ich bis jetzt in anderen Videos oder auch im Internet nur sehr schwer finden konnte. Und ich würde sagen, wir fangen erst einmal an mit dem Preis. Vorbestellbar war das Ganze Anfang des Jahres, ich glaube so März, April ungefähr, konnte man das Ganze dann, wie heißt es, dann zumindest mal schon mal auf der Webseite sehen und sich mal die Specs von dem Drucker angucken. Und dann ging es, glaube ich, im Mai, so Mitte Mai ging es los mit den Vorbestellern. Und ausgeliefert worden sind dann die ersten Drucker jetzt im September. Der Preis dafür war damals 250 € bzw. Dollar plus Versand. Hier in der Schweiz waren es nochmal ein paar Franken mehr, aber sei es drum. Insgesamt war das Gesamtpaket mit 8K für unter 300 Dollar oder unter 300 € schon eine ziemliche Ansage in Sachen Elegoo und Co. Die haben natürlich später gleichkräftig nachgelegt und natürlich mit den Nachfolgeräten vom Elegoo Mars und Saturn natürlich auch ordentlich entsprechend am Preis geschraubt und auch an der Auflösung geschraubt. Und mittlerweile geben sich die Drucker eigentlich nichts. Wenn man das runterrechnet, sind die eigentlich von der Auflösung her fast alle gleich. Der Frozen Sonic Mini 8KS ist bei 22 Mikrometern. Das heißt also, der ist genauso hochauflösend auf der XY-Achse wie sein Bruder, sein Vorgänger, der Mini 8K. Die Druckergröße von 165 mm mal 72 mm und 170 mm hat sich im Vergleich zum Vorgänger auch kaum verändert. Da ist nur 1 cm in der Z-Achse weniger geworden. Und ansonsten hat sich eigentlich nur ein bisschen was an Lappalien geändert. Also, was heißt Lappalien? Der USB-Port ist von vorne an die Seite gewandert, was ich jetzt nicht immer ganz begrüße, weil man halt entsprechend natürlich dann drauf aufpassen muss, dass die Drucker halt nicht so dicht aneinander stehen, beziehungsweise man kann sich auch hier so ein Kabel besorgen. Das werde ich auch noch machen, dass ich mir hier nochmal ein Kabel besorge, dass ich quasi die USB-Ports alle vorne habe. Ich habe auch schon beim Saturn gemerkt, okay, da ist mir mal das Resin-Vat, im Prinzip die Fab-Folie unten, war eine Punktierung drin und dann ist das Resin ausgelaufen und natürlich direkt vorne aufs Display, auf den Ausschalter und wie heißt es, auf den USB-Port. Und wenn der dann versaut ist, ist natürlich Game Over. Deswegen ist schon ganz gut, wenn das Ding hier an der Seite ist und nicht hier vorne irgendwo, weil das wäre natürlich schade, wenn man dann den Drucker gar nicht mehr nutzen kann. Ansonsten hat sich zum Mini 8K noch verändert, dass es jetzt nur noch eine Linearschiene gibt statt zwei und er unterstützt nicht mehr das CTB-Format. Das heißt also, ich vermute mal, hier ist kein Cheeto-Board mehr drin, sondern ein anderes Board. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welches Board drin ist, aber es wird momentan der offene Standard PRZ genutzt, das ich sehr begrüße, weil man ja schon Diskussionen hatte in der Vergangenheit mit Cheeto, was denn da an Lizenzgebühren anfallen sollte für die Druckerhersteller, die die Boards benutzen, beziehungsweise für die Slicer-Hersteller. Und dass man da ein offenes Format verwendet, finde ich sowieso sehr begrüßenswert. Und im nächsten Punkt machen wir einfach mal weiter mit der Druckqualität. Ich habe ein bisschen was gedruckt. Ich war bei Loot Studios shoppen, weil ich gedacht habe, okay, ich habe einen neuen Drucker. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen im Livestream, als wir den Drucker ausgepackt haben. Und ich habe gesagt, okay, ich bestelle einfach mal die aktuelle Collection. Das heißt also, ich habe mal 15 € investiert. Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr irgendwas seht bei Loot Studios, abonniert die gerne mal. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist nicht gesponsert. Zum Sponsor kommen wir gleich nochmal eine Runde. Aber ich muss sagen, die Figuren von denen sind immer sehr gut supported. Und können eigentlich so out of the box. Auf dem Elegoo habe ich nie ein Problem gehabt, das zu drucken. Hier hatte ich ein Problem, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber von der Qualität her, vom Detailgrad her und allem drum und dran, die sehen wunderbar aus. Gedruckt habe ich die Figuren in dem Cheeto Conjure Rigid Resin. Ihr seht, ich fasse das so ein bisschen an, weil es ein bisschen Sauerei gab in letzter Zeit. Und zwar habe ich fast die komplette Flasche. Das ist, glaube ich, noch so ein ganz klein bisschen was hier, was noch im Resin-Tank noch drin ist. Das ist noch jetzt entsprechend übrig. Aber ansonsten habe ich wirklich eine Figur nach der anderen gedruckt, um einfach mal ein bisschen euch was zeigen zu können. Und ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut, was da rausgekommen ist. Also das lässt sich super einfach drucken. Ich habe, glaube ich, zwei Testdrucke gebraucht. Ich habe hier hinten noch so ein Tesseract liegen. Den Link zu der Datei packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Das ist eine Datei, da kann man einfach hier die Würfel von der Platte abbrechen und kann die hier ineinander stecken. Und dann, wenn man entsprechend die richtigen Einstellungen gefunden hat,
dann kriegt man die einfach wunderbar wieder rein und raus, das ist gar kein Thema. Und kann ich euch nur empfehlen, ist von den Machern von dem Cones of Calibration, also wer ein Fan davon ist, wird davon auch, denke ich mal, mit Sicherheit begeistert sein. Hat sich super leicht einstellen lassen, das Resin. Es gab auch schon eine Voreinstellung, die dann so grob gestimmt hat. Die habe ich nur noch mal ein bisschen verfeinert für den Drucker. Und damit bin ich eigentlich relativ gut gefahren. Das waren dann 3 Sekunden pro Layer und 30 Sekunden natürlich Rule of Thumb mal 10 entsprechend. Wie heißt das, die ich für die Bottom Layer, für die Burn-In Layer sozusagen gebraucht habe. Und das hat eigentlich an sich ganz gut funktioniert. Aber ich habe nochmal während dem Druck bedacht, okay, ich spiele nochmal ein bisschen mit den Zeiten rum. Und bin dann, als ich angefangen habe, Schachfiguren zu drucken, weil ich jetzt neuerlich auch ein bisschen angefangen habe, Schach zu lernen, bin ich mal hingegangen und habe die Druckzeit einfach mal auf 2 Sekunden runtergeschraubt. Und das Ergebnis seht ihr hier. Ich finde, die Figur ist richtig gut rausgekommen. Da kann sich gar nicht meckern lassen, ja. Und das bei 2 Sekunden mit einem ABS-like Resin, würde ich mal behaupten. Das ist ein Rigid Resin, ist auch ultra zäh und ultra robust, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir richtig gut. Ich habe auch normalerweise keine Probleme, solche Figuren zu brechen. Bei dem hier muss ich echt Kraft aufwenden, damit das wirklich kaputt geht. Also das Resin gefällt mir auch richtig gut. Da werde ich mir mit Sicherheit in Zukunft nochmal das ein oder andere Teil bestellen. Da habe ich auch schon gesehen, da gibt es den einen oder anderen, der damit schon Teile für seinen Voron oder sowas druckt. Kann man machen, muss man nicht, stehe ich jetzt nicht unbedingt drauf, aber jedem das Seine. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht's weiter im Video. Ansonsten muss ich sagen, die Figuren, ja, brauchen wir nicht drüber zu reden, super detailliert, ja, lassen sich wunderbar drucken, wenn da nicht ein Problem wäre. Und zwar mit dem Drucker. Und das ist jetzt nicht ein generelles Problem, das der Drucker jetzt hat, dass man da entsprechend aufpassen muss, sondern der Drucker hat von Werk ab eine Fettfolie installiert, bei meinem Gerät jetzt hier, die sehr, sehr fest ist und sehr, sehr straff ist. Das heißt also, mit dem Standard-Support von den Figuren von Loot Studios habe ich keine Chance gehabt, dass ich die Figuren gedruckt bekomme. Das heißt also, ich habe alle Figuren, die ihr hier seht, habe ich alle manuell nochmal entsprechend die großen nochmal, wie heißt es, ausgehöhlt und dann mit Löchern versehen, damit das Resin, was anschließend noch drin ist, entsprechend ordentlich abfließen kann. Die kleineren Figuren habe ich alle solid gedruckt. Aber ich habe sie alle mit Medium Support gedruckt, weil das das Minimum ist, was ich brauche, um mit dieser festen Fettfolie, die noch drauf ist, mit dieser straffen Fettfolie, die noch drauf ist, dass ich damit überhaupt was gedruckt bekomme. Wenn ich mir jetzt die Fettfolien entsprechend bald bekomme, die ich nachbestellt habe, da werde ich natürlich mal eine draufpacken, die deutlich, deutlich schwacher ist, damit ich auch mit leichterem Support drucken kann und die Drucker nicht von der Druckplattform direkt abreißen oder vom Support direkt abreißen. Das war mir nämlich direkt beim ersten Druck dann entsprechend von den ersten Figuren passiert, dass dann am Schluss die Figuren im Wett unten gehangen haben und ich mich gewundert habe, so warum, weshalb, weswegen funktioniert das nicht. Bis ich dann auf die Idee gekommen bin, okay, das könnte natürlich auch am Support liegen. Das finde ich ein bisschen schade, dass da von Werk ab die Folie gerne auch bei Elegoo zum Teil auch entsprechend viel zu straff gespannt wird. Da würde ich mich freuen, wenn der Hersteller da so ein bisschen mehr drauf achten würde, dass man direkt out of the box entsprechend nicht mit diesen Overtune-Settings, sondern mit ordentlichen Settings natürlich was gedruckt bekommt. Weil das macht natürlich dann deutlich mehr Spaß, wenn der erste Druck von den eigenen Figuren, die schon pre-supported sind und sowas in Richtung, die man für das nächste Dungeon & Dragons Event halt entsprechend nutzen möchte, dass die dann auch direkt einwandfrei rauskommen. Ansonsten muss ich sagen, der Drucker ist sehr leise. Also ich habe jetzt im Vergleich zum Elegoo hört man da gar nichts. Das ist zugleich positiv als auch negativ. Positiv natürlich, dass man auch drucken kann, während ich hier ein Video drehe. Das kann ich mit den Elegoo-Druckern zum Beispiel nicht. Die muss ich immer ausmachen, weil die Lüfter sehr, sehr laut sind. Auf der anderen Seite
ist es aber auch ein bisschen negativ, weil ich vermute, dass hier einfach nur ein Kühlgerippe oder vielleicht gar kein Lüfter drauf gebaut ist. Das bedeutet also, dass die UV-Einheit hier unten wahrscheinlich eine wesentlich kürzere Lebensdauer hat wie die von den Elego-Druckern und das bei einer besseren Belichtung, entsprechend bei einer stärkeren Belichtung. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie lang die Lebensspanne sein wird. Ich werde das Ganze auf jeden Fall im Auge behalten und euch dann darüber berichten. Ansonsten muss ich sagen, ist der Drucker sehr einfach zu bedienen. Man kann sogar während dem Druck, das ist was ich beim, Hi-Tri Rocketborn, das ist der Drucker, den ich eigentlich sonst gar nicht mag. Das war so eine Fähigkeit, die ich ihm zuschreibe, wo ich sage, ey, das finde ich ziemlich cool. Das geht nämlich bei meinem Saturn und bei dem Mars momentan nicht, dass man entsprechend während dem Druck nochmal die Daten anpassen kann. Das heißt also die die Exposure Time, die normal, also die Belichtungszeiten für die Burn-In Layer, also für die Einbrenn-Layer unten, die ersten Layer. Und natürlich auch für die ganz normale Belichtung. So konnte ich dann auch entsprechend die Schachfigur von 3 Sekunden auf 2 Sekunden langsam runterregeln. Und natürlich auch die 6 Layer, die ich als Übergang entsprechend eingesetzt habe, also als Transition Layer, die kann man auch einstellen. Das ist super einfach im Menü zu finden. Ansonsten das Leveln ist bei dem Drucker straightforward, wie bei jedem anderen Drucker auch. Man hat ja halt entsprechend 4 Schrauben, die man lösen muss. Ja, statt wie beim Elego zum Beispiel 1 oder 2 Schrauben. Was mir bei den Schrauben nicht gefällt oder bei der Art, wie das Druckbett montiert ist, nicht gefällt, ist ganz einfach, dass das Druckbett mit 4 Schrauben nochmal entsprechend von oben fixiert ist. Das mag jetzt dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen, ein Fragezeichen über dem Kopf bringen, aber ich habe auch schon das ganze Druckbett mal in die Wash-and-Cure-Station gepackt und habe versucht, das zu reinigen und selbst nach 10 Minuten im Isopropanolbad reinigen, war immer noch oben in den Schrauben immer noch ein bisschen schwarzes Resin drin. Das heißt also, wenn ich jetzt entsprechend ein weißes Resin zum Beispiel mal reinpacken würde, hätte ich immer eine leichte Kontamination mit dem schwarzen Resin durch die Schrauben und das finde ich ein bisschen schade, weil es ansonsten eigentlich ein ganz cooler Drucker ist. Das Druckbett an sich hält Bombe. Und das sage ich nicht nur so, sondern das meine ich so. Nämlich die erste Fuhre von diesen Figuren habe ich direkt flach auf das Druckbett gedruckt. Und das ist ein gelasertes Druckbett. Das heißt also, da ist ein Muster drin. Und wer schon mal mit einem gelaserten Druckbett gedruckt hat und da schon mal flachen Objekt direkt auf die Platte drauf gedruckt hat, der weiß, die kriegt man nicht mehr gut ab. Deswegen kann ich euch nur empfehlen bei dem Drucker, wenn ihr etwas druckt, immer schön mit einem Lift drucken, damit ihr unten so eine schöne Wanne habt, mit der ihr auch ganz leicht entsprechend die Drucke entfernen könnt. Oder ihr macht das, was ich mache, ihr bestellt euch ein Flexplate-System, das heißt also eins, wo ihr, wenn ich es denn jetzt hinbekomme, die Platte von dem Magnet zu trennen, da geht's, dass ihr quasi die Platte von dem Magnet trennt und dann braucht ihr nur noch einmal nach dem Druck das Ganze abzumachen und könnt dann das Ganze von der Platte trennen. Ist super einfach, genauso wie bei den FDM-Druckern kennt man. Ich habe jetzt, wie gesagt, für den welche bestellt, die sind noch unterwegs. Genauso wie die Fab-Folie. Die werde ich natürlich dann entsprechend auch nochmal einbauen. Die Details, die der Drucker produziert, sehen, finde ich persönlich, sehr gut aus. Natürlich, ich mit meinen alten Augen sehe mittlerweile nicht mehr so gut wie in jungen Jahren. Aber ich kann erkennen, dass zum Beispiel mal diese beiden Figuren hier vom Detailgrad hier wirklich echt fein sind. Das heißt, das ist die große Version. Das gibt es bei Loot Studios. Einmal die 32mm, einmal die 75mm Variante. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht richtig, richtig gut aus. Okay, hier vorne muss ich einfach sagen, ist mir ein kleiner Finger abgebrochen, als ich den Support entfernt habe. Aber das sieht richtig, richtig gut aus und macht richtig Laune und Bock auf mehr. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an meinen Sponsor PCBWay. Und natürlich aber auch an meine Patreonen, die mich inzwischen zahlreich unterstützen. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.